Hallo zusammen, wir sind hier heute auf der Scope, dem Business Festival der Sparkassen Finanzgruppe, und ich habe hier Richard David Precht neben mir stehen. Herzlich willkommen, ja, schön, hallo, dass du dir kurz Zeit nimmst für uns. Du hast dich ja sehr stark auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Ja. Ich glaube, das ist auch das Thema, was dich heute hier beschäftigt. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was hat sich verändert für dich? Was ist neu in der Perspektive auf Nachhaltigkeit im Vergleich vielleicht zu vor 3-4 Jahren? Ja, ich würde den Vergleich noch weiter in die Tiefe machen, ne? Also das Thema, ja, Nachhaltigkeit begleitet uns ja eigentlich seit den 80er Jahren. Was sich verändert hat, ist, dass die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit in nahezu jedermanns Bewusstsein ist. Das aber noch ein weiter Schritt ist zwischen einem Bewusstseinswandel und einem Wandel im Handel. Und ich beschäftige mich im Augenblick mit der Frage, wie kann man das hinkriegen? Ja, also wenn der Geist aufgeklärt ist, aber das ganze System immer noch sehr träge ist, was kann man dann tun, damit wir tatsächlich ins nachhaltige Handeln kommen, und zwar viel umfassender, als wir das bisher tun. Und hast du da einen Tipp, was man da konkret machen sollte? Ja, ich werde gleich darauf eingehen, dass wir in falschen Gegensatzpaaren denken. Okay. Ja. Diese vier falschen Gegensatzpaare ist, entweder das muss alles von oben passieren oder es reicht, wenn jeder unten anfängt. Okay. Ja, und die Lösung liegt sicherlich nicht in einem Entweder-Oder. Mhm. Und das Zweite ist auch, dass man sagt, wir müssen in Zukunft unser Verhalten ändern oder wir lösen alle Probleme mit Technik. Hier haben wir wieder genau dieselbe, mhm, Situation. Ja, das eine hängt eng mit dem anderen zusammen und das ist keine Entweder-Oder-Frage. Das wären, okay, zwei solche Beispiele. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, diese alteingefahrenen Blockaden, die Jahrzehnte alt sind, wenn wir die überwinden, dann kommen wir wirklich ins Handeln. Spannend. Jetzt sind wir hier bei den Sparkassen, der Sparkassenfinanzgruppe. Wir sind ja auch so der Kredit- und Klimapartner der Sparkassen. Was würdest du sagen, wo stehen die Sparkassen da? Welche Chance haben Sparkassen auch wirklich Nachhaltigkeit nachhaltig zu bewegen in Deutschland? Ja gut, das ist keine einfache Frage. Ja, das ist ja eigentlich eine Frage für Menschen, die sich mit dem Geschäftsmodell der Sparkassen von innen beschäftigen und nicht so sehr, wenn man von außen guckt. Aber ich meine, die Sparkassen gehören ja nicht nur zu den größten Arbeitgebern in Deutschland, sondern sie haben aufgrund ihrer lokalen und regionalen Verantwortung, die sie tragen, natürlich eine herausgehobene gesellschaftliche Verantwortung. Und die Transformation zur Nachhaltigkeit ist die größte Transformation, vor der die Gesellschaft überhaupt steht. Größer noch als die digitale Transformation. Und es würde mir wünschen, dass alle erdenklichen Organisationen, auch die Sparkassen, das ihre dazu beitragen. Ich glaube, wir haben das auf jeden Fall realisiert, dass da ganz viel zu tun ist. Ich sehe auch ganz viele Leute, die da sehr committed sind, und freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns so, ja, spontan hier. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dem, danke, was ihr davor habt. Danke, vielen Dank dir. Ja, gerne. Schön, dass du da warst. Ja. Und dann viel Spaß noch heute. Ja, danke schön. Danke.